Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder und spielen diesmal wieder zum Anfang die Stuck 42, die Stuck 3G heißt sie, mein Gott. Neuer Panzer, ich muss mich erst an den Namen gewöhnen. Vorher irgendwas Stu gesagt. Na, erst habe ich Stuck gesagt, obwohl es ein Stu war. Dann habe ich Stu gesagt, obwohl es ein Stuck war. Also, für die, die es nicht wissen, Sturmgeschütz und Sturmhaubitze. Ja, dann gucken wir mal. So, mal schauen, ob wir an dem mal platt machen. Jetzt gehen wir bestimmt kaputt irgendwie was, oder? Ja, einfach durchgemüllert. Ja, ja. Man geht einfach durch. So muss das sein. Warum? Solche Leute, ich finde es so geil. Die ballern wie die Bekloppten. Auf ihre Freunde. Das muss nicht sein. Macht da nämlich keinen Spaß. Ne? Panzer 4. Kollege. So. Letzte Runde recht durchwachsen, sag ich mal vorsichtig. Ist cool, diese kleine Pömpel, da bleibt da dran hängen, ne? Naja. Also, jetzt wir bleiben hinter dem Kollegen hier, weil man will zwar immer als erster da sein, doch es hat sich gezeigt, dass das nicht immer die beste Wahl. Hui. Oh, voll hier reingemüllert in die Artillerie, ey. Da was? Ist weg. Ist gut. So. Wage mich hier schon mal weit wieder aufs offene Gelände raus, was wieder sehr dumm ist. Weg hier. Scheiße. Ah nein, wir haben keinen Feuerlöscher. Das ist natürlich sehr blöd. Ja, das wird nichts. Ah, vielleicht kriegen wir noch einen Schuss raus. Nein, gerade in dem Moment. Ja, das, man sollte es dann nicht wagen ohne Feuerlöscher. Die nächste Erforschung bei meinem, bei meiner Stuck. Okay, ja, das war wieder doof zum Anfang. Hätte ich mal einfach da bleiben sollen, ganz ehrlich. Egal. Egal. Wenn ihr Profis angucken wollt. Ja. Naja, ich will auch manchmal gar nicht wissen, wenn manche Leute aufnehmen, wie viele Runden die dann vorher wegwerfen. Weil man kann mir ja erzählen, was man will. Also, man hat ja, jeder hat ja mal eine gute Runde und jeder hat ja auch mal eine schlechte Runde dabei. Aber nur gute Runden, das geht ja nicht. Oh, oh. Ja, Alter. So, bam, haben wir den mal wieder. Ja, einfach mal vor aus der Luft gemüllert. Einfach mal so. Was können, ne? Ja, jetzt machen wir hier nochmal Artillerie. Ach, bin ich doof. Falsch gedrückt. Ja, da ein bisschen Artillerie. Und dann auch nochmal ein bisschen. Ah. So. Dann haben wir wieder den Bug. Da müssen wir echt patchen, das ist echt nervig. Also haben einfach mal ein Flugzeug weggemüllert gerade. Glück haben, vielleicht noch landet noch die eine oder andere Granate. Also dieser Panzer manchmal mit so senken oder sowas, das ist echt krass. Das geht gar nicht, da haben wir den ersten Treffer. Noch ein Treffer. Hätte ein Power Slide hier um die Ecke. Kann man sehr cool machen mit diesen Panzern. Aber das geht auch nur um Arkade. Ja, realistisch, also momentan habe ich da nicht so Lust drauf. Das ist wirklich schon cool, ab und zu spiele ich auch mal eine Runde alleine nur aufnehmen. Das ist echt schwer, weil so und auch was Sinnvolles dann erzählt. So, jetzt würde ich mich ja mal hinter dich verstecken, ja. Schusshilfe haben wir mitgenommen. Schieb mich doch nicht weg, Kollege, oder was? Achso, mein Gott, warum läuft denn der Diesel hier weiter? Oder Baum, und nehmen wir alles mit. Na,
Freunde, müssen wir langsam gleich wiederholen, den Pott hier. Sieht unbeschädigt. Abbrechen, so. Na, vielleicht kommt da noch einer raus, mal gucken. Wir reparieren erstmal gerade irgendwas. Ah, die Kanone reinbekommen. Das ist nicht so gut. Aber das Ding haben wir wieder. Sehr gut, weiter geht's. Schnell verteidigen, vielleicht können wir sogar noch ein paar Eroberungspunkte mitnehmen. Einen haben sie ja schon eingenommen. In die Ecke gucken. Und das ist doch fertig. War, war ich doch. Einfach mal weggemüllert. Ziel unbeschädigt, what the fuck? Was reparieren? Ja, machen wir mal. Wartung. Heißt es, los, komm schon. Komm schon, dreh dich, dreh dich. Scheiße, ich geh echt hoch. Die Kanone geht nicht runter. So, Pack wegmachen. Dann geht die Kanone wieder runter, so. Scheiße, ah, da war so lange am Reparieren, ey. Schade, war keine schlechte Runde mit dem Panzer 3 in der Hinsicht. Fand ich ganz cool. So, dann nehmen wir mal einen Wirbelwind. Schön in den engen Gassen hier. Könnte man vielleicht sogar noch was reißen, da waren sehr viele deutsche Panzer dabei. Glück. Über den noch mit. Das. Nein! Das gibt es doch nicht, ey. Ah, einmal gegen den scheiß Panzer gegengefahren. Da macht er da so ein. Ah, nee, ne? Ah. Ey, das ärgert mich echt. Ah, kacke, ey. Eigentlich nur mit dem Panzer 3M richtig gerockt gerade. Egal, egal. So, das hat sich was geändert. Man muss jetzt den linken Stick reindrücken für den, für die Statistik. Ja, das ist echt schade gewesen, also. Meine Güte. Naja, egal. Dadurch, dass ich den Flieger abgeschossen habe, veröffentliche ich es trotzdem, weil das war einfach so aus der Hüfte mal so einen rausgemüllert, ne? Ja, cool. Naja, egal. Oder auch nicht. So, zurück zum Hangar. Das ist auch wieder. Naja. Passt wieder bildlich so richtig. Ja, zerstörte Flugzeuge 1, da war es nämlich schon. Zerstörte Bodenhalten 2, Abschlusshilfen 2, kritische Treffer 3 und Treffer insgesamt 21. Also, da hat der Panzer 3 gezeigt, wie gesagt, zum Anfang, boah, ihr habt das ja gesehen. Also die ersten Videos mit dem. Uiuiui. Manchmal, aber der kann echt was. Das muss man dem einfach lassen. Ja, und du hast ja heute verkackt hier, wenn ich dich schon sehe, Wirbelwind. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Naja, mal gucken. Das war halt eine schnellere Runde mal. Noch schneller als die davor. Naja. Mal gucken, aber dafür war sie lustig. Dann die ganzen Panzergefechte in der Stadt und so. Das macht manchmal sehr viel Spaß. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Von aus gesehen, ja.
ja, war es das schon aus wieder diese Runde. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Warsan auf meinem Kanal. Schönen Dank fürs Zusehen.